So, wie der Titel schon sagt, was ist eine Typteilgenehmigung, was ist ein Teilegutachten? Jetzt ist in den letzten halben Jahren, ich glaube, sehr, sehr viel in Deutschland passiert, was das Thema Tuning und Umbauten betrifft. Wir selbst sind da auch gar nicht so verschont von und müssen uns da auch ein bisschen durchmogeln. Jetzt hat der ein oder andere YouTuber auch schon angefangen, Videos zu machen und ganz wilde Erklärungen. Und ich habe gedacht, okay, weil doch unsere Kundschaft sehr viel Wert darauf legt, dass sie legal durch die Gegend fahren und wir doch, ich sag mal, relativ viel Geld investieren, um legale Leistungssteigerung im MX-5 anbieten zu können, haben wir uns gedacht, wir machen für euch ein Video. Also, eins mal komplett vorab. Es ist nicht so schwarz, wie die Welt es dort draußen malt, weil sonst hätte ich echt ein anderes Problem, weil wir leben von dem Thema Auto umbauen. Und es ist auch nicht so extrem, wie das teilweise dargestellt wird, dass gar nichts mehr geht. Das stimmt alles so gar nicht. Es gibt einfach nur gewisse Punkte, die sich ändern. Und da fange ich mal an, warum sich das geändert hat. Beim Thema Teilegutachten. In Deutschland hat irgendwann der Gesetzgeber mitbekommen, dass jede Prüforganisation, das heißt eine DEKRA, ein TÜV Rheinland, ein TÜV Nord, ein TÜV Österreich, dann gibt es noch ein TÜV Saar, glaube ich, eine GTÜ. Alle die können grundlegend mit einer Grundlage, dem VDAT TÜV-Merkblatt, Fahrzeuge abnehmen und Umbauten legalisieren. Das ist mal so die Grundbasis, ich sage mal in Anführungsstrichen, von allem Übel. So, dadurch hat natürlich jede Prüforganisation so ein bisschen, ich sag mal klar, die haben so ein Richtzeugnis, mit dem, an dem die sich festhalten und das hangeln die auch lang und das versuchen die auch genauso zu machen, auch genauso umzusetzen. Und das funktioniert im Regelfall auch, aber jeder hat so ein bisschen eigenes Treiben und eine eigene Hand da drauf, wie der das am Ende des Tages umsetzt. Und da hat irgendwann das KWA gesagt, so geht es nicht mehr, weil diese Prüfzeugnisse müssen standardisiert werden. Wie löst man das am besten? Dann hat das KWA sich gedacht, okay, dann machen wir einfach gar keine Teilegutachten mehr und machen das alles weg und machen alles nur mit ABE. Dann hat man relativ schnell gemerkt, puh, so einfach geht das ja gar nicht mit der ABE, weil, machen wir es mal recht einfach, ein Thule-Dachgepäckträger mit einer Schnee-Winterbox, wie heißt es nochmal? Ja, so eine Box, so eine Dachbox, genau. Die kann ich bei mir in der Garage befestigen, mach die fest, mach das eine Einbauanleitung. Man soll davon ausgehen, dass jeder, ich sag mal, mit einem geistigen Verstand das vernünftig umsetzen kann und dass das Ding runterfällt, fallen trotzdem noch genug runter, aber damit ist es dann kein Problem und dann hat das Ding eine ABE und dann ist das ganze Thema durch. Das versteht jeder, glaube ich. Okay, dann kam die erste Frage von dem Zulieferer auf, sagte, ja, wie machen wir das dann bei der Bremsanlage? Weil eine ABE, und das darf man nicht vergessen, sagt, dass es ein Privatmann bei sich daheim einbauen kann und kann damit rumfahren. Bei einer Felge lasse ich das mir irgendwie noch gefallen, weil der Deutsche, der schraubt ganz gerne an seinen Autos rum und dann wechselt er die Winterräder selbst, okay, dann ging das noch irgendwie. Bei einer Bremse, jetzt mache ich ein relativ einfaches Beispiel aus der Praxis, weil man kein Kfz-Meister ist, darf man keine Bremsen wechseln in der Werkstatt. Aber in dem Moment, wenn eine Kfz-Meisterbetrieb, nee, musst du noch nicht mal, in dem Moment, wenn ein Bremsenhersteller sagt, ich mache dafür eine ABE, dann kann der Kunde das selbst bei sich daheim machen. Und ist dann auch völlig legal. Also merkt er, okay, die Nummer geht nicht so ganz klar. Der TÜV-Prüfer hier vor Ort verlangt eine Achsvermessung, wenn er ein Fahrwerk einträgt, aber wenn ich eine ABE habe, mache ich es einfach rein und bin glücklich. Und die Reifen platzen mir über 230, fahre gegen die Wand, bringe drei Leute um und gar nichts ist dann so schlimm, weil Tuning ist eh kriminell und alles ist doof. Also merkt ihr, das ganze Thema hinkt so etwas. So, dann hat man sich wieder zusammengesetzt und dann hat man aus diesem Thema oder der Überlegung, dass man einfach nur eine ABE macht, gesagt, okay, wir machen jetzt eine Typ-Teilegenehmigung. So, in dieser Typ-Teilgenehmigung ist grundlegend erstmal alles genauso möglich wie in einem Teilegutachten, mit ein paar Ausnahmen. So, und diese Ausnahmen, die ich jetzt dotiere, machten auch den Weg dorthin, dass es eine Typ-Teilgenehmigung überhaupt gibt. Das beginnt bei dem Thema Leistungssteigerungen, das beginnt bei dem Thema Abgasanlagen, das beginnt bei dem Thema ECE-geprüfte Abgasanlagen in Kombination mit einer ECE-geprüften Downpipe mit einer mit Teilgutachten versehenen Ansaugung. Wie man schon merkt, das klingt auch schon irgendwie alles nicht so ganz rund im Mund. Und da gab es einen, ich sag mal,
eine Änderung im VDAT-TÜV-Merkblatt 2020-2021, dass man gesagt hat, naja, es geht hier nur der Vollverbund. Das heißt, von dem Luftfilter bis zum Endrohr. Das muss komplett geprüft sein, dann ist das ganze Thema legal. So, dann hat das ein bisschen gebraucht, bis das mal so eingegroovt ist. Dann ist das ja irgendwann bei uns angekommen und dann hatten wir die erste große TÜV-Revision bei uns im Haus und gesagt, okay, wir müssen Leistungssteigerungen alle einzeln prüfen und müssen ein bisschen Gas geben. So. Da sind wir bis heute drin, muss man dazu sagen. Also wir sind bis heute Fahrzeuge immer noch am Prüfen für Umbauten, die wir mal gemacht haben und mussten auch immer Prüfungen dazu machen. Da komme ich aber gleich dazu. So, jetzt hat man gesagt, okay, das KBA hat gesagt, naja, so Spiegel können wir, das können wir gut machen mit einer ABE oder mit so einer Typteilegenehmigung im Gewindefahrwerk, wenn wir uns vielleicht mal die Firma KW und die Firma Öhlins und ich sag mal diese Firmen an den Tisch holen, die damit sich wirklich jeden Tag beschäftigen. Eine Bremsanlage wird dann schon relativ schwierig, das so umzusetzen. Ein Heckspoiler, ja, warum soll er keine Typteilgenehmigung bekommen? Oder umgekehrt, warum soll er keine ABE bekommen? Naja, da hat der Erste gesagt, ja, so geht das nicht, ihr könnt nicht einfach ein Fahrwerk in ein Auto einbauen, das macht der Kunde alles selbst und dann oder der Privatmann und dann lässt er das auch nicht richtig eintragen, dann weiß er gar nicht, welche Höhe der einstellen muss. Da hat das KBA erstmal gesagt, gut, da gibt es gar keine Gewindefahrwerke mehr, ist das Thema gegessen, machen wir einfach nur eine Federkombination, ist das Thema gut. Haben wir gesagt, nee, das ist irgendwie auch nicht so geil. Dann hat der Nächste gesagt, naja, wenn ich jetzt den Heckspoiler mit der Thule Dachbox vergleiche, ja, da mit dem einen muss ich auch noch Löcher in die Heckklappe bohren, muss das Ding irgendwie festmachen. Das wäre schon immer cool, wenn da mal drüber guckt, bevor das Ding bei 200 den nächsten in die Frontscheibe fliegt. Ne? Also hat man gesagt, okay, das Thema mit der ABE müssen wir ein bisschen umbenennen und wir nennen das mal Typteilegenehmigung. So, was ändert sich demnach? Wir machen für unsere Aerodynamikbauteile, Frontsplitter, Kletterunterboden, Heckdiffusoren, solche Dinge, dort machen wir jetzt Teilegutachten für. Weil wir das noch dürfen. Wir dürfen das noch 4 Jahre lang ohne Probleme dürfen wir Teilegutachten erstellen. So, jetzt würdest du ja sagen, okay, wie kann eine Firma SPS, die doch ein paar Gutachten besitzt, sagen, wir investieren in dieses Produkt weiter, weil das am Ende des Tages umgeschrieben wird später in eine Typ-Teilegenehmigung. So, und der einzige Unterschied ist, dass die ganze Gutachten-Sachlage und die ganze, ich sag mal, die Grundlagen für das Teilegutachten, die werden beim KBA eingereicht. Wenn vorher nochmal ein technischer Dienst sagen konnte, jo, das passt schon, damit mache ich ein Gutachten, dann ist es an der Stelle einfach nicht mehr möglich. Das heißt, der Kontrollfaktor wird einfach ein höherer. Das erstmal vorweg. Das heißt, was ändert sich für euch erstmal da draußen? Grundlegend gar nichts. Weil die Teilegutachten werden später, kann ich auch sagen, für ein Fahrzeug von 1989, oder wir müssen anders anfangen. Was war vor 1997, als das erste Teilegutachten ausgestellt worden ist? Da gab es Prüfberichte. Die sahen so aus, als hätte man die mit der Schreibmaschine geschrieben. Und dann stand da oben so ein bisschen, ich sag mal, da war ein Briefkopf und unten drunter war eine Unterschrift von einem Sachverständigen, der gesagt, so prüfe ich das, das ist gut. Das ist top. So, was ist ein Prüfbericht? Ein Prüfbericht ist nichts anderes, als dass jemand schon mal angeschaut hat. Er hat gesagt, ich bin mit dem Ding mit 300 über die Autobahn gefahren. Das scheint alles zu halten, das ist cool, das bremst, das lenkt ein. Also eigentlich ist das ganze Thema gut. Aber weil wir gar keine Möglichkeit haben, da draußen Teilegutachten zu machen, geht es nicht mehr. Und wir schreiben den Prüfbericht und dann kann ich mit dem Prüfbericht zu meinem TÜV-Prüfer gehen oder zu einem anderen TÜV-Prüfer und kann mir mein Bauteil eintragen lassen. Ganz einfache Nummer. Das war die Zeit vor dem Teilegutachten. Dann kam das Teilegutachten, wo man gesagt hat, naja, aber es ist schon schwierig, weil du brauchst aber gewisse Befugnisse. Das ist das Thema mit dieser 19, Paragraph 19.2 Abnahme, Klammer auf, Klammer zu, Einzelabnahme und eine Paragraph 19.3 Abnahme, Klammer auf, Klammer zu, Eintragung per Teilegutachten. So, dann hat der Gesetzgeber gesagt, okay, wir müssen das irgendwie ein bisschen anders machen. Der technische Dienst, der muss das mehr kontrollieren und der muss da mehr, ich will nicht sagen, Arbeit und Kraft investieren, ist falsch, aber wir müssen das irgendwie in so eine Bahn bringen. Dann gab es ein VDAT-TÜV-Merkblatt. Dann hat man gesagt, okay, mit dem VDAT-TÜV-Merkblatt kann der technische Dienst anfangen, Teilegutachten zu erstellen. Dann hat er Teilegutachten erstellt. Und das haben die alle gemacht. Die haben die GDÜ-Teilegutachten erstellt und der TÜV Österreich und der TÜV Rheinland. Und dann hat der eine gesagt, na ja, gut, ich kann für einen Turbombau ein Teilgutachten schreiben. Der Nächste hat gesagt, nee, ich kann dafür nur einen Prüfbericht schreiben. Und der Allernächste hat gesagt, nee, dafür geht ihr überhaupt gerade maximal einen Abgasgutachten und dann muss man das irgendwie zusammenfügen. Und irgendwie haben die alle so ein bisschen für sich selbst vor sich hergeklümmelt. Und dann hat er gesagt, das geht so nicht mehr. Wir müssen mal überhaupt klären, was ist denn überhaupt was kann man überhaupt in ein Teilgutachten reinschreiben? Und
was kann man dann überhaupt später in eine ABE reinschreiben. Da hat man das schon mal so ein bisschen getrennt. Man hat dann gesagt, okay, so Dinge, die man leicht verbauen kann, die kann man gar nicht mehr ein Teilgutachten für erstellen. Oder wir brauchen, und das ist ganz wichtig, was ich jetzt sage, eine gleichbleibende Qualität in unserem Produkt, die ohne einen Dritten geprüft zu werden, montiert werden kann. So, da haben wir so Windabweiser, die Thule Dachbox, eventuell eine Anhängerkupplung, die dann von der Werkstatt montiert wird. Das steht dann teilweise da sogar drin. Und dann gibt es so Dinge, die man da einfach entsprechend gesagt hat, okay, das kriegen wir da rein, das kriegen wir nicht rein, das kriegen wir so umgerüstet, das kriegen wir so umgerüstet. Und dann irgendwann hat das KBA gesagt, okay, aber jetzt machen die so viele Teilegutachten, diese ganzen technischen Dienste, und wir können das ja gar nicht alles kontrollieren. Ich glaube, wir müssen da mal so die Hand drauf halten. So, und das ist die Typ-Teilegenehmigung. Das heißt, eigentlich alles das, was wir als Teilegutachten haben, und wenn das vernünftig, sach- und fachgerecht geprüft worden ist und dann jemand da die Hand drauf hält, das KBA, dann kriegst du dafür eine Typ-Teilgenehmigung, fährst dann damit zu deinem Sachverständigen und lässt das eintragen. Den Paragraph dafür, unter welchen Bedingungen das eingetragen wird, kann ich noch nicht sagen, aber ich gehe sehr davon aus, dass es 19.3 Eintragung bei Teilgutachten wird. So, wie ihr gemerkt habt, habe ich das ganze Thema Leistungssteigerungen, Katalysatoränderungen, Motorumbauten rausgelassen, weil das ist ein ganz eigener Punkt. Weil das KBA hat gesagt, also diese ganze, ich sage jetzt mal salopp gesagt, Scheiße mit dieser Leistungssteigerung, da haben wir keine Lust mehr drauf. Wie sollen wir das denn prüfen? Wir hatten gerade einen VW-Abgasskandal, wir hatten hier und wieder andere Themen. Jetzt trägt das Lieschen Müller, geht zum Max Schmidt und sagt, trag mir das doch bitte ein, der trägt das ein, der weiß ja gar nicht vielleicht, was er da macht, das Personal ist nicht richtig geschult, das ist alles ein bisschen schwer, das können wir so nicht mehr machen. Wir brauchen hier eine andere Grundlage. Hat das KBA gesagt, okay, wir machen aus Teilgutachten, die wir problemlos wandeln können in eine Typ-Teilegenehmigung. Daraus machen wir Typ-Teilegenehmigung. Das, wo wir merken, okay, das kann, wir haben eine Materialprüfung, wir haben eine Anbauprüfung, wir haben vielleicht einen Zugtest, wir haben einen Fahrversuch, wir haben das alles dokumentiert, fassen das zusammen, dann haben wir unsere Typ-Teilegenehmigung. Einfache Nummer. Bei einer Leistungssteigerung, das hat so viele, ich sag mal, Ecken und Kanten, das wird niemals rund. Das muss ein Sachverständiger vor Ort betreuen, eintragen, bewerten und vor allen Dingen am Ende des Tages auch sagen, jetzt mache ich aus diesen ganz vielen Ecken ein rundes Produkt. So, und nun jetzt die Brücke zu euch zu schlagen. Ist es so, dass das KBA gesagt hat, das ganze Thema mit den Leistungssteigerungen, das geht nur noch per Einzelabnahme, / bei dem Ersteller. Und warum geht es nur bei dem Ersteller? Weil man möchte sicherstellen, dass wenn die Firma SPS Motorsport ein Auto umbaut und sagt, das ist unser Datenstand, der im Abgasgutachten steht, mit dem das Fahrzeug den Abgaszyklus gefahren hat, mit dem das Auto auch den Abgaszyklus bestanden hat, mit diesen Bauteilen und diesem Datenstand besteht das Auto die Euro 2, Euro 1, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, Euro 6 D-Temp. Und dann wird es hier vor Ort eingetragen. Wenn es dort ein Problem gibt, dann kann das KWA sagen, ich wähle keine 20 Telefonnummern, sondern ich wähle eine Telefonnummer. Das ist nämlich die Telefonnummer von der Firma SPS Motorsport. Und dann hätte ich dort ganz gerne den Mann, der sich um Homologation in dieser Firma kümmert, oder den Geschäftsführer. Und dann sagen die, wir müssen hier was klären. Meistens machen die das auf dem rechtlichen Weg. Und dann wird das geklärt. Das heißt, das Thema Leistungssteigerung geht genauso weiter. Nur unter anderen Bedingungen. Vor 3 Jahren musste man alles in einem Teilgutachten zusammenführen. Jetzt ist es so, wir haben einen Materialfestigkeitsnachweis für die Karosse. Wir haben einen Abgasgutachten, wir haben ein Geräuschgutachten, wir haben einen Fahrversuch von einem TÜV-Prüfer. Das haben alles wir. Wir fassen das zusammen, packen das zusammen. Der Kunde kommt hierher, kriegt den Wahnsinn eingetragen, fährt damit durch, ich sag mal, hier außer Haus und ist glücklich. Thema gegessen. Das ist eine ganz normale Einzelabnahme. Warum habe ich bei 1989 angefangen oder 88 oder vor der Zeit des Teilgutachtens? Weil das ist nichts anderes damals gewesen. Man hatte Prüfberichte, wo sich TÜV-Prüfer damit auseinandergesetzt haben und haben gesagt, das ist meine, so arbeite ich das ganze Thema ab, ich beschäftige mich mit dem Umbau. Sicherlich sind die Regeln für die Art und Weise, wie ich das Auto umbaue, strenger geworden, aber genauso arbeitet das ab. Wir sprechen vorher ein Thema mit dem TÜV durch und dann sagt der TÜV zu uns, das machen wir so, das machen wir so, das machen wir so, das machen wir so. Und dann ist das ganze Thema rund und funktioniert. Das zum Thema Leistungssteigerungen.
und Typ-Teilgenehmigung. Jetzt kommen wir zu Sachen wie Felgen. Oder was ist eine Einzelabnahme? Eine Einzelabnahme wird es in nächster Zeit sehr, sehr oft geben, weil all das, was dort draußen passiert, ich verbaue oder anders. Wann ist der Fall gegeben, dass ich eine Paragraph 19.3 Abnahme habe? Nur dann, wenn mein Fahrzeug im 100%igen Serienzustand sich befindet. Serienfelgen, Serienreifen, ganz streng genommen Serienabgasanlage, ganz streng genommen keine Anbauteile, die mit einem Teilegutachten eingetragen worden sind. Und dann baue ich ein Fahrwerk in das Auto ein, dann ist das eine Paragraph 19.3. In dem Moment, wenn ich eine Spurplatte draufpacke, ein Rad breiter mache, eine Abgasanlage ändere, einen Fächerkrümmer-Cut montiere, was auch immer, ist das immer eine Einzelabnahme. Das heißt, für den Kunde, der hier bei uns vor Ort kommt, wenn ich das jetzt mal runterbreche, bei, ich sage jetzt mal, 350 Autos, die wir im Jahr prüfen, dann sind es vielleicht 10 Autos, die wirklich eine 19.3 bekommen. Also ändert sich für uns der Prozess schon mal gerade gar nicht. Und für euch da draußen eigentlich auch nicht. Außer, dass es ein bisschen teuer geworden ist. So, jetzt kann man sagen, ja, das ist ja alles scheiße. Aber ich muss sagen, alles Böse hat auch was Gutes. Weil dadurch, dass das wir auf der einen Seite sagen, naja gut, schaut mal, vor 2 Jahren wäre es nicht möglich gewesen zu sagen, ihr habt eine andere Abgasanlage, wir machen eine Geräuschmessung und können die andere Abgasanlage eintragen. Sondern es war ein Riesenuffing. Mittlerweile können wir aber sagen, okay, ihr habt eine Einzeldrossel, ihr fahrt eine Abgasanlage nicht von der Firma Friedrich Motorsport, sondern von der Firma Rohr oder von der Firma BBK. Dann können wir die, wenn die Geräusche eingehalten werden, die in Kombination mit eintragen. Und das sind Dinge, die können wir jetzt erst neu, weil dadurch, dass dieses ganze Thema, wie geprüft wird, sich geändert hat, ist das einfach ein bisschen einfacher geworden. Das heißt, um es ganz einfach runterzubrechen, für den Kunde, der hier vor Ort kommt, ändert sich nichts, außer ihr kauft die Produkte bei uns im Online-Shop, dann baut ihr das alles da dran, dann kriegt ihr hier einen TÜV-Termin. Wir haben grundlegend, wenn wir wollen, jeden Tag TÜV. Dann kommt ihr hierher, wir tragen das euch ein. Wir legalisieren euch das, ihr fahrt wieder vom Hof und seid glücklich. Kommt eine Polizeikontrolle, ruft hier in der Firma an, findet eine Lösung mit der Polizei, wenn es dort irgendwas geben sollte, was am Ende des Tages nicht passt und die Autos können weiterfahren. Ja, wenn ihr jetzt ein Produkt von uns kauft, das jetzt ein Teilegutachten hat, und dazu komme ich jetzt zum Thema Felgen. Ich würde super gerne Felgen bringen mit Teilegutachten, aber, weil dann schreiben mich Leute an, das Teilegutachten für den MX-5 NA, für den Breitbau ist noch nicht draußen. Ja, was bringt dir das Teilegutachten? Weil du hast einen Materialnachweis, der runtergeschrieben ist mit Anbaubestätigung auf deine Fahrgestellnummer. Das heißt, die Eintragung ist absolut problemlos möglich. Und dann willst du da was für eine Felge drauf machen? Du machst da sicherlich keine 7x15 ATEC-Felge drauf mit einem Gutachten, sondern da muss ja schon so ein 10x15 Ballermann da drauf. Ja, wie will ich denn für eine 10x15-Felge eine ABE machen? Ich würde noch nicht mal ein Auto kennen, wo eine 10x15 einfach so drunter geht. Das heißt, das wird natürlich ein Prüfbericht, der dann mit dem Materialgutachten, mit der Felgenfreigabe, mit der Festigkeit für die Achse und mit dem Teilegutachten für das Fahrwerk oder die Teiltypgenehmigung für das Fahrwerk kombiniert wird. Und dann wird da am Ende des Tages die Eintragung draus. So, wenn ihr jetzt ein Produkt kauft mit einer Typ-Teilgenehmigung von uns, dann kommt ihr hergefahren, habt das Produkt mit der Typ-Teilgenehmigung, kriegt es eingetragen und alles ist gut. Aber wie gesagt, das ist ein ganz geringer Teil. Gerade bei diesen alten Autos läuft es 99% auf eine Einzelabnahme raus. So, das heißt, im Fachjargon da draußen ändert sich nichts, weil wir haben nichts am STVZO-Katalog geändert oder irgendwas dergleichen. Und wir können alles problemlos, und das haben wir mit dem TÜV Rheinland geklärt, alles problemlos per Prüfbericht eintragen. Und alle Produkte haben alle notwendigen Prüfberichte, deswegen ist es eigentlich nicht ganz so kompliziert. Ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen und konnte dem einen oder anderen die Angst davon nehmen, dass man bald gar nichts mehr umbauen kann. Das stimmt alles nicht, weil eigentlich geht es sogar in meinen Augen gefühlt mehr. In diesem Sinne, bis Black Friday.